Wir können unser Leben verdienen, ohne ein anderes Leben zu zerstören. Also haben wir uns die letzten Jahre zusammengesetzt und neue Lösungen gesucht. Hier möchte ich euch nun das Genialste davon präsentieren. Der Biogenerator für biologische und ökologische Lebensmittel oder auch Bio Perpetuum Mobile genannt. Wie wir heute wissen, haben wir gigantische Weideflächen, die uns einladen, neu strukturiert zu werden. Hier zeigen wir nun, wie das geht. Das Startmodul. Hier beginnt unsere Umstrukturierung und der Aufbau des Biogenerators. Mit einfachen Mitteln bauen wir 4 Becken und beginnen die Fischzucht mit Tilapis und kleinen bis mittelgroßen Fischen. In Zukunft werden wir dieses Modul für experimentelle Arbeiten einsetzen. Heute dient es uns aber als Lernobjekt, das neue Ideen bringt und diese in die Praxis einsetzt. So ist zum Beispiel zu planen, wie die Fische ernährt und mit Sauerstoff versorgt werden und wie das Wasser behandelt werden muss, das für die Pflanzen optimiert ist. Dieses Modul wird als erstes gebaut, um im kleinen Rahmen die ersten Erfahrungen zu machen. Sobald dieses Versuchsmodul gebaut ist, beginnen wir mit dem Bau der Becken der Fischzucht. Hier arbeiten wir mit einem Overlap-3-Phasen-System, das uns 3 Ernten mit Fischen pro Jahr bringt. Je nach Größe der Fische werden sie in unterschiedlichen Becken gehalten und entsprechend ernährt. Hier die Bio-Reinigungsstufe. Die biologische Reinigungsstufe, EKGEWA genannt, bereitet das Wasser auf und verteilt es an die Hydrophonie. Wenn die Hydrophoniekultur nicht funktioniert, reinigt das EKGEWA-System das Wasser und gibt es den Fischen zurück. Der Hydrogarten. Das mit Nährstoffen angereicherte Wasser der Fische wird nun den Hydrokulturgarten ernähren und das Wasser gleichzeitig reinigen, damit es dem Fisch wieder zurückgeführt werden kann. Der Hydrogarten produziert eine große Anzahl an Gemüse, Gewürze, Kräuter und Heilpflanzen. Hier werden wir noch viele Neuheiten zu berichten haben, denn bis heute werden nur sehr wenige Produkte in hydrophonischen Anlagen hergestellt. Die Hydroagro. Der andere Teil des Wassers der Fische wird in die Hydrophonie Agro verteilt, wo wir Mais, Getreide, Zuckerrohr und Tierfutter herstellen. Nur als Beispiel. Auf ca. 400 Quadratmeter Fläche können wir Futter für 100 Rinder oder Kühe produzieren. In unserem Projekt werden es weniger sein. Wir wollen Milchkühe, damit wir Milch, Käse, Butter und andere Milchprodukte haben und eine Aufzucht von eigenen Jungtieren. Durch unser System ersparen wir gigantische Flächen von Weiden. In Zukunft werden wir diesen Platz wieder den Bäumen und der Biodiversität zur Verfügung stellen. Die Hydroagro ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, um unsere Welt wieder bunter und gesünder zu haben. Die Hydroexpansion oder die Hydroerweiterung. Der Wasserfluss bringt die übrig gebliebenen Nährstoffe in die hydrophonische Expansion. Hier produzieren wir Gemüse, Früchte und andere Pflanzen ohne Gewächshaus. Die Expansion ist die Wasserreserve, in der wir auch Fische und Garnele halten. Der Großviehstall. Die Agrohydrophonie produziert eine große Menge an Grünfutter für Tiere. Im System Aguapec halten wir anfangs Mastrinder und Milchkühe. Die Tiere sind nachts im Stall und haben täglich viel Bewegung. Sie werden nur mit Hydrokulturen gefüttert, verfügen über eine kleine Weide und haben den heimischen Wald zur Nutzung frei. Die Kleintierstelle. Um Hühner, Ziegen, Schweine und andere Kleintiere zu halten, bauen wir einen kombinierten Stall. Die Tiere werden mit Gras, Mais, Zuckerrohr, Resten der Hydrophonie und Produkten aus dem Agrowald gefüttert. Der Bioreaktor.
Alle Tiere tragen zur Erzeugung von Biomasse für den Bioreaktor bei, bei der daraus Biogas produziert wird. Das übrig gebliebene Material ist Biodünger. Dieser wird zur Düngung der Felder eingesetzt oder findet Verwendung in der Ernährung von Mikroorganismen für die Fischzucht oder die Land- und Forstwirtschaft. Der Generator. Das gewonnene Biogas gelangt zum Generator und erzeugt Strom, der das gesamte System versorgt. Anfänglich werden wir nicht den gesamten Bedarf über den Generator abdecken können. Wir möchten weitere alternativen Energien einsetzen, wie Sonnenlicht für Photovoltaik oder Sonnenwärme, die Dampf produziert. Je nach Standort kommen auch moderne Windanlagen zum Einsatz. Verarbeitung. Zur Verarbeitung der Fische und Rinder bauen wir ein spezielles Haus, das in zwei Teile unterteilt ist, Fisch und Fleisch. Dies sind die Grundelemente, die nun je nach Bedarf konfiguriert werden können. Um den ganzen Betrieb auch selbstversorgend zu haben, brauchen wir nun noch Futter für unsere Großfische. Diese brauchen Proteine, Fleisch, Fisch oder Getreide. Anfänglich werden wir nicht den gesamten Bedarf an Fischfutter selber produzieren und somit werden wir Trockenfutter einsetzen. Das Ziel ist es aber, 100% natürliches Futter, das durch unser System produziert wird. Also produzieren wir für Fische Fische, weil Fische essen Fische.